So, da sind wir auch schon wieder. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Zurück bei Life is Strange. Und Max will, dass wir uns ein bisschen im Schulgelände umschauen. Like I would miss it. I have the sweetest outfit. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Hm, wenn da so viele Leute sind, dann nee, ganz ehrlich, bleib ich lieber zu Hause. Donnerstagnacht, Weltuntergangsparty, Blackwell-Schwimmer. Ja, Weltuntergangsparty könnte man bei uns jetzt nach den momentanen Ereignissen auch abhalten. Also die ganze Scheiße, die hier gerade abgeht mit Dritter Weltkrieg, trendet auf Twitter irgendwie am zweiten Tag von Neujahr, fängt ja super an. Justin always looks stoned. Wahrscheinlich ist der Gute auch immer stoned. I wouldn't want to be at an end-of-the-world party with Nathan Prescott. Hm. Too much truth in advertising. Ja, ist understandable. Gerade nach dem Ereignissen, was wir mit Nathan erlebt haben. Pff. It's the invasion of the Vortex Club. Mhm. Wen haben wir denn sonst noch hier so? Hallo, Principal Wells. I swear, Principal Wells always looks distressed. Sir? Ah, hello, Max. Would you like to tell me what you witnessed yesterday? Fire alarm. There was just a lot going on, with the fire alarm and everything. Yes, but you were distracted by something else. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Ja, gerade wegen dem müssen wir uns Sorgen machen. Das mit Kate sage ich mal lieber nicht. Ich will nicht, dass sie mich noch mehr hassen. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. You won't tell me the truth about yesterday, but you want to tell me the truth about Mr. Madsen. It sounds more like sour grapes. Excuse me now. Oh, mit dir rede ich nie wieder, ey. Ohne Witz, tschüss. Trevor surveys his domain. Ja, schön für Trevor. Ach, wenn man vom Teufel spricht, in wen laufe ich denn da rein? Hallo? If only I knew what David Madsen was really up to. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? Ah, also weiß er jetzt auch schon Bescheid, dass wir mit Chloe rumhängen, weil er hat uns ja nicht in ihrem Zimmer gesehen. You hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? Yeah. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Schön, dass du es ansprichst, aber was wollte ich gerade sagen? Das ist halt, auch wenn sie die Waffe genommen hat, das ist kein Grund, sie zu schlagen. What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. Mm. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Die Frage ist, wie viel weiß... Wieso werden mir die ganze Zeit hier Maussteuerung angezeigt? Ich spiele mit Controller. Die Frage ist, wie viel weiß er über Rachel? Wie lange ist er dann schon bei Chloes Mom? War er denn schon da, als Chloe und Rachel so eng befreundet waren? Weil dann könnte er tatsächlich mehr wissen, wenn er da schon ein bisschen mehr rumgeschnüffelt hat. Das Ding ist, klar, er ist ein beschissener Stiefvater, darüber lässt sich nicht streiten und seine Methoden sind nicht gerade die besten. Aber man merkt auf jeden Fall, dass hier an der Schule einiges falsch geht und es ist halt doch nicht so verkehrt, jemanden da zu haben, der sich ein bisschen darum kümmert, you know. Genau das braucht die Schule eigentlich, dass jemand mal nicht alles ignoriert, nicht so wie der gute Direktor hier, der seinen ganzen Arsch voll mit Geld hat von der Prescott-Familie. Deswegen wäre es gar nicht so verkehrt. Was ist denn das für ein Emo? Hallo. Hat er so eine Süßigkeitenkette getragen? Sah so ein bisschen creepy, wie der hier einfach so straight durchläuft. Bully free. It starts with me. Ja, dann sollten die vielleicht auch mal was gegen das Mobbing hier machen, ganz ehrlich. Eine Trophäe.
Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext and Victoria. It's over. Just another Blackwell mini drama. You mean stupid shit. Man, I just don't get Victoria. What does she want? Probably for all of us to talk about her. Mm. Like now. Then let's not. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. Ja, ist ja doch ganz nett. Freut mich, dass Max auch mit den Leuten reden kann, die jetzt nicht wirklich, wieso ist denn die Tür aufgegangen, what the fuck? Nichts mit ihr zu tun haben. Du hast die gleiche Stimme wie Taylor. Nein, warte. Juliet. Hey Samuel. Können wir ausnahmsweise mal nicht mit ihm reden? Was machst denn du hier? Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey Courtney. Ciao Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Tun wir mal so. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Okay. Sollen wir mal einfach just for fun uns auf die Liste schmuggeln? Ich meine, wir müssen ja dann nicht kommen, aber einfach mal ihre Reaktion zu sehen. Hey, Courtney. Wäre ganz interesting. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Sie war ja auch mal ganz nett, ausnahmsweise. Okay, hier waren wir schon. Sollen wir ins Klo gehen? Nicht, dass irgendwie wieder ein Mädchen erschossen wird da drin. Kommt, denke ich mal, eher selten vor. Oh, Warren schreibt uns. Hallo, meine hübsche Sit-Down Science. Bruh. Ich bin im Sci-Fi Lab. Jetzt bin ich Schrödingers Katze. Bis gleich. I still have time. I could go see Warren playing Mad Science. Was für Mucke hörst du da? Bist auf Facebook unterwegs. Seh schon, Luke. Ich seh, was du da machst. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Same. Wenn das mal nicht eine Mut ist. Shopping for the party. That reminds me, I have to score some weed from Nathan. Turteltörbchen. I really hope this jackass will use protection next time. Ah ja. Warte. Dana hatte was mit dem Freund von Juliet. Ich wusste nicht, dass sie mit Logan zusammen ist. Ich dachte, es geht um Zack, dachte ich. Weil Zack hat ja auch... Ich check gar nichts mehr. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Ja, indem du mit dem... Ja, okay, es war ja mit Dana nur ein One-Night-Stand. Davon wusste sie ja nichts, aber... Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Normies und ihre Beziehungen verwirren mich, deswegen halte ich mich einfach raus. I hate having everybody see inside my locker. Dann mach einen Code hin. Ja, Max? Okay, interessant. Oh, was geht denn da ab? So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Warte. Ich will mehr von eurem Gespräch hören. Das juckt mich jetzt tatsächlich. Don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting Alter. Attention. So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Kate. Nobody. Kate. Hey. Please leave me hey, alone. Hey, nein. Rede mit mir. What do you
want from me? Kate. Sie ist einfach despawned. Ah, nein, doch nicht. Ich will dich umarmen. Also. Just leave me alone. Mr. Jefferson hat auch irgendwie die Hosen voll, ganz ehrlich. Und sagt so, ja, tu nicht so zerbrechlich, sei nicht so getriggert wegen dem Video. Alter, hast du das Video gesehen? Weißt du, was da drin abgeht, Junge? Alter, nee. Also da hätte man echt ein bisschen mehr Empathie zeigen können. Auch wenn er ja sonst ganz nett ist, aber das... Pff, nee. I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Er ist sein eigener Elite-Club. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Er hat einen coolen Synchronsprecher. Klingt swaggy. Dann gehen wir mal zu Warren. Hallo, Mrs. Grant. Oh, Cupcake. Nice. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Willst du ein bisschen in den Arsch kriechen, Max? Hi, Miss Natürlich. Grant. Funny, I was just thinking about you, Warum Max. Frage ich überhaupt? Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Ah ja, stimmt, wir haben das ja unterschrieben, voll vergessen. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Wir können ja sein Model sein. Sie kennen Jefferson. Natürlich kennt sie Jefferson. Sie sind im gleichen Lehramt, aber okay, Max. You must like photography. I do, but I'm certainly no artist. I'm all about the science. You can't debate numbers. I have to say, it's not quite autumn enough yet. Mm. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Okay, kann ich noch ein paar Fotos machen? Hold on. Wo ist es denn? Ich finde das irgendwie... Ich finde das nie in diesem Menü. Bin ich blind? Bin ich... Ach, ich muss hier draufklicken. Sag mir das doch einer. Okay, ein Foto an einem Fenster und ein Foto von Chemiegläsern. Die können wir bestimmt hier im Chemiesaal machen. Kann ich hier Fotos machen von... Bring me the brain, Igor. Ach, Frankenstein-Reference hier. Ach, mein Lieblingscharakter. Hallo, Brooke. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Du kannst Warren haben. Why? Ihre Haare sehen aus wie von so einem Gockel, dieser Kamm auf dem Kopf. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but don't let me get in your way. So long. Okay, sie stalkt ihren Crush. Wow. Neuer Protagonist für die dritte Staffel von You. Oh, hi. Wonder why they don't use real skeletons. Mit der Kippe im Maul. Na, mit wem redet Jefferson? Ja, ach so, die steht nur da hinten, ne? Okay, ich will ein Foto von Chemielaborgläsern. Hier stehen welche. Kann ich nicht fotografieren. Kann ich denn nicht? Scheinbar nicht. There's Mr. Wizard, hard at work. Na dann. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer, perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. 50-50 chance. I have a vision. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken.
Sodium it is. Fliegt gleich alles in die Luft. Damn, zip, nothing, nada. Okay, Bro. Dann haben wir nur noch eine andere Möglichkeit. Hey, Warren. Dann Potassium. Asking me. Have daddy. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Er wird aber sehr schnell excited. Weird science. Gehört das so? Ich glaube nicht. Yes, I am a scientist. Fuck. Okay. Yes, I am a scientist. Fuck. Und wo kann ich jetzt mein Foto machen? Bring me the brain, Igor. Ja, das haben wir schon gehört. That's a minor fail. Ja. Gehört das jetzt so oder soll ich nochmal was machen? I don't know. You tell me. Hey, War. Max. Asking me. Have daddy. Ganz viel. Okay. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, oh shit. Wir sehen in die Luft springen. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Sie will in die Luft springen. Okay, Max. Wow. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Yeah, cool. I don't want to laugh, but he looks so hilarious. Wo kann ich mein Foto machen? Okay, dann kriege ich halt nicht mein Fotoalbum voll. Stehen hier noch irgendwie Gläser rum? Da stehen noch Gläser rum, aber wieso sollten wir... Nee. Was ist das denn? Da Vinci was a boss. Science is art, and art is science. Hat das nicht Warren am Anfang der ersten Episode zu uns gesagt? I bet if I touch the glass, all these creepy sea creatures will pop up. Was ist denn an Fischen gruselig, Max? Und jetzt kommt ein Jumpscare. Okay. No. War ein Versuch wert, ein bisschen mit den Fischis zu spielen. Na dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber in den Unterricht. I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of trouble today. Das haben wir ja gesehen, wie gut er sich kümmert. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. David Madsen? I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Die Sache ist, hätte er uns wirklich weiterhelfen können, wenn wir ein Foto gemacht hätten? Oder wäre das dann einfach so von wegen, ja, wir haben einen Beweis, jetzt können wir ihn verschwinden lassen? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to. Sie waren beide auf der Vortex Party. Rachel was nothing like Kate. And Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Was passiert, wenn wir es ihm sagen? I saw Nathan with a gun in the girls' bathroom yesterday. I was too scared to go to Principal Wells. This is a serious accusation, Max.
So you don't believe me? I would never make something like this up. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Wer ist da am Hörer? Sure, okay. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Ist das deine Frau? Okay, I'll do that. Oh, I know. That makes sense. Seriously, I have to hang up. Dann leg doch auf. Soll ich für dich auflegen? Komm, ich leg für dich auf. Da steht einfach nur ho. Ich spul mal zurück. Ich will das mit der Waffe nämlich doch nicht ansprechen. Ich fühle mich damit ehrlich gesagt ein bisschen unwohl. Ja, irgendwie keiner von den Lehrkräften hier scheint uns irgendwie eine Hilfe zu sein. Ah, was habe ich getan? Nein. Oh, super. Alles wieder rückgängig gemacht. Läuft ja gut hier. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um Kate, weil sie war ziemlich aufgelöst, als du vorhin weggerannt hast. Nicht, dass sie sich irgendwie was antut, weil man weiß halt nie, gerade wenn sie schon so gebrochen ist. Excuse me, ja. Ja. I'm only... Ist okay, boy. That's no... Ja, David Madsen. Ich weiß, schön, ne? Super. Ja, ne? Finde ich auch. Sollen wir mal... Nee, ich bleib einfach bei der gleichen Option. What if... Was? Yes, I Ja, das haben wir. Rachel Amp. Ja, ne? Ich weiß, voll spannend. Rachel. Ja, ne? Krass. Nee. Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Er macht mich uncomfortable. Er tut so, als wäre er für die Schüler da, aber irgendwie juckt er sich doch einen Scheiß drum, aber so sind Menschen nun mal. Stella is smart to stay out of all the drama. Ja. Dana, you are ah, da können wir ein Foto machen. Person am Fenster. Das ist ein Docker-Foto. Und das hört sie nicht. Alyssa really lives for her class. Diesmal wirft ausnahmsweise niemand was auf sie. Not now, Max. I'm contemplating shit. Ihr Meditieren ist wenigstens besser als das von Chloe. Kiffen. Das haben wir ja schon gesehen. Hier liegt eine Kamera, die von Jefferson wahrscheinlich. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Tja. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Hey, Daniel. Daniel is always on the outside looking in. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Ja, war super. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Irgendwie süß. Kann ich so eine Zeichnung angucken? That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Der Frosch und das Gesicht unten. Dana, posing. Dann, auch Victoria und Nathan. Ist ja interesting.
Die machen ja echt eine ganze Model-Session hier, gleich mit zwei Kameras. It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. I'm kind of doing something now, Max. Ist eher so der Hajime Hinata, oder? Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Ah, ja. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. Ja, das kann ich. Ich sollte einfach hingehen, so, ich bin was? I like Taylor's artistic side. Not her personality. I mean, sie ist im Fotoclub, also muss sie irgendwas auch. Naja. No time to talk. Tschüss. Art in progress. Naja, tschüss. Ist Nathan in unserer Klasse? Aber ich glaube nicht. Nein. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, Dana ist auch nicht in unserer Klasse, aber gammelt trotzdem hier rum. Also, Bitches, was geht? I should have told the principal about Nathan and the gun just for life insurance. Na, hätte nichts gebracht. Was sagst du über Victoria? Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Naja. Here comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Like all the other precious twee artists here, you really nailed me. Meow! Bring out the claws! I love seeing chicks fight. Right. Can I sit at my table now? Max thought we were going to be buds. Fucking ha ha. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Assholes. Meine Freundin hat eine Knarre. NPC Energy. Ah, er hat immer noch die Scratches von Warren in seinem Gesicht. Ah, das, ich glaube, das war Warren, ne? Der ihn gekratzt hat. Ist ja nett, dass man das noch sieht. Ja, ich schätze mal, wir können hier nichts mehr machen, deswegen hocken wir uns einfach mal hin. Oh nein. Oh nein, kann ich hier nachlaufen? Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Wenn er zusehen will, wie die Schule sie in den Suizid treibt, dann sollte er vielleicht einfach mal ihr helfen und sie nicht belästigen. Ich meine, klar, er will irgendwie Beweise für seine Nachforschungen, aber... Hi. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were ja, puffy from Ja, er sollte einfach helfen gehen. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay. Das ist Mr. Jefferson auf dem Buch. If you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Ah, ja, hatte ich recht, war also doch er. Not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. No smartphones in class, Max. Put that away. Danke. Judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. I guess Kate will miss class now. Speaking of participation, I'm worried about das Gefühl kenne ich auch. Ich hatte mal eine ähnliche Situation. In the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? Lass mich da raus. I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying. Nein, seriously, lass mich raus. Ich will zu Kate. Word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see. Wunderschön. In mono. Yo! Some crazy shit is going down at the girl's dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. Scheiße. Real?
Alter, ernsthaft? Kate will jetzt springen oder was? Und ihr steht unten und macht Fotos. Wollt ihr mich ver... Wollt ihr mich verarschen? Nein, nein, nein! Fuck, nein, mach was! Ja, 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 ja. I won't be able to rewind again and again. Ja. Kommen wir so schnell da hoch? Oh shit. Haben wir die Zeit angehalten? Ach du Scheiße. Sie dabbt. Okay, sorry. Keep going. Alter, das muss doch. You can do it. Das muss doch mega wehtun, Alter. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sogar die Vögel hier. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Zeit anzuhalten. Und jetzt läuft Max als einzige in der angehaltenen Zeit. Sehr schöner Dab. In der angehaltenen Zeitraum. Und da ist David. Wenigstens ist er als erster gleich hingerannt, wenn er sie eh schon beobachtet hat. Er hätte sie wenigstens aufhalten können. Hätte echt ein bisschen nützlicher sein können. Dann gehen wir mal hoch aufs Dach. Und hoffen, dass wir... Können wir sie einfach, wenn die Zeit angehalten ist, nehmen und irgendwie woanders platzieren, bitte? Können wir sie einfach nehmen und runtertragen? Yes. Spacken meine Kopfhörer gerade oder was war das für ein Sound? Creepy. Kate! Fuck. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near Kraft geht nicht mehr. Now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Oh shit. Max, seriously, don't come near me. I will. Nein. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Aww. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Okay, gut. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? Ja, so distant. What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Ja, wir brauchen Beweise. Fuck. I believe you, Kate. But it's dangerous for both of us. Nein, 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 falsche Antwort. Now. I told you exactly what happened. Well, it's too late to come back. Too late. Yes, I know I screwed up. I'm sorry, Kate. Fuck. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll yeah. Trust you. You're my yeah, friend. Forever. Can we hug on it?
No. Oh, ich dachte, wir haben es geschafft. Nobody. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Then make Lynn happy and step towards me. If she was here, you would know what to do. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this room. Selbstmord ist eine Sünde, ja, aber ich glaube, ihre Lieblingsquote war Matthäus, also. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. Bitte. Komm schon, Kate. Ja! Oh, Gott sei Dank. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. No. Alter, ich hatte so Schiss, dass wir es vermasseln. Now, I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Die einzige Person, die was gemacht hat, war ich. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. Yeah. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Ich bin ihre Freundin. Please, tell us everything. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, sie weinte wegen Jefferson, David hat sie gemobbt. Jetzt können wir es also auf jemanden schieben. Sie weinte wegen Jefferson. David hat sie ja nicht wirklich gemobbt. Es ist halt, klar, die Wahrheit ist das mit Nathan, aber... All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? I was afraid yesterday, but I have to tell the truth. I do understand that. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again.
hören wir uns erstmal die anderen Möglichkeiten auch an. Ich weiß gerade echt nicht. Das Ding ist, wir haben halt Nathans Hass auf unserer Seite dann. Aber es ist halt die Wahrheit. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off. Ja, aber es ist ja, damit hat's ja nicht angefangen. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please... Was hat er jetzt mit Mr. Madsen auf einmal gemeint? Wann haben wir mit ihm darüber gesprochen? Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass wir mit ihm über David gesprochen haben. Ist aber interessant, dass er jetzt wieder versucht, uns die Schuld irgendwie zuzuschieben oder uns, besser gesagt, wieder reinzuziehen. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Are you gonna take this troublemaker's word over your security officer? And he should take the word of somebody who harasses students? Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say... Excuse me. Ich glaube, ich werde aber trotzdem bei der Wahrheit bleiben, also Nathans Version. Das andere ist halt einfach nur Ausreden, das scheint mir wenig Sinn zu machen, weil klar, David hat sie belästigt, klar, Jefferson hat ihr nicht zugehört, aber die beiden waren halt einfach nicht der Auslöser, warum es im Endeffekt passiert ist. Es fing alles mit Nathan an. Und das jetzt auf Jefferson zu schieben, klar, das wäre am einfachsten, weil das irgendwie am wenigsten Konsequenzen hat, weil er selber so meinte von wegen, ja, ich war nicht genug für sie da, ich hätte ihr zuhören können. Dann ist er nicht auf uns sauer, Nathan ist nicht auf uns sauer, aber es ist halt einfach nicht die Wahrheit. Und es kann nur was dagegen unternommen werden, wenn man wirklich die Wahrheit sagt, aber dann stehen wir halt weiter oben auf der Abschlussliste von Nathan. Aber das Ding ist, wir haben Chloe an unserer Seite, wir haben eine Waffe, kriegen wir es ja hin, die Lehrer auf unsere Seite zu ziehen. Ich weiß halt echt nicht, was Schlimmes passieren kann. Klar, es kann einiges Schlimmes passieren. Ich weiß nur nicht, was Schlimmes passieren kann. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, was ich nehmen soll. Das mit David wäre Bullshit. Klar, ich könnte es auch auf ihn schieben, aber die Frage ist, was hat am ehesten Konsequenzen? Ich glaube, am ehesten Konsequenzen wird es natürlich haben, wenn wir Nathan verpfeifen. Das andere wäre halt einfach unmoralisch. Scheiße. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich bin kurz davor, die Wahrheit zu sagen, aber dann bekommen wir wahrscheinlich Morddrohungen von ihm. Aber wenn wir Morddrohungen bekommen, dann können wir die auch einfach vorzeigen. Und er wird suspendiert erstmal. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe ja ein paar Let's Plays dazu gesehen und ich glaube bei Tyrafine, ich glaube sie hat Jefferson beschuldigt. Ich weiß nicht, ob jemand, wo ich geschaut habe, David, ich glaube irgendwer hat auch die Wahrheit gesagt. Ich kann mich gerade nicht, ich glaube die meisten haben wirklich Jefferson genommen, weil er halt einfach selber dazu einsteht. Oh, soll ich einfach auf Nummer sicher gehen? Soll ich länger die Wahrheit verschweigen und warten, bis noch mehr Bullshit passiert oder soll ich
mutig sein und sagen, dass das alles an Nathan lag? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Inimini Mini Mo, aber ich kenne die ganzen Knöpfe auf meiner Xbox auswendig, deswegen weiß ich, welcher Dings wo ist. Tja. Ich schwimme einfach mal mit dem Strom und schieb's auf Mr. Jefferson. So dicke Eier habe ich dann doch nicht. Tja. Aber es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich so falsch an, vor allem weil es halt kein Grund ist. Aber Hauptsache, wir müssen einfach aufpassen, dass jetzt nicht nochmal was passiert. Dass sie wird natürlich nicht wieder auf eine Vortex Club Party gehen. Und ich denke, sie wird jetzt auch nicht weiterhin das Opfer bleiben, wenn die Leute schon wissen, okay, ja, die hat sich... Ja, dass die Leute sie einfach in Ruhe lassen, weil sie schon sehen, wie weit sie sie gebracht haben und dass es nichts mehr bringt. Dass sie einfach sehen, wohin es führt und dass sie sie in Ruhe lassen. Das heißt aber nur, dass dann wahrscheinlich ein nächstes Opfer aufgesucht wird und dann kommt der Vortex Club wieder und dann kommen wieder die Drogen, dann geht das Gleiche von vorne los. Ach, es fühlt sich scheiße an. Da bin ich jetzt gespannt, nach der Folge zu sehen, was die anderen... Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police. Ah, ich will es doch rückgängig machen. Ich will es... I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you. Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Ich will Nathan verpfeifen. Fuck. Shit. Super. Ja, whatever. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week. Fühlt sie sich wenigstens schuldig.
Frank sieht selbst aus, als wäre er ein bisschen betrübt. Jetzt versteht Chloe wenigstens auch, warum wir für Kate da sein wollten. Kate. Was auch immer auf den Vortex-Partys geschieht, bleibt in den Vortex-Partys. Tja, das war Episode 2 von Life is Strange. Und auch wenn ich das Game, wie gesagt, schon sehr oft gesehen habe und naja, so in- und auswendig kenne ich es doch nicht. Es ist auf jeden Fall eine echt krasse Erfahrung, das alles selbst zu spielen, und ich hatte echt Angst, dass ich die Sache mit Kate ziemlich vermassle. Aber ich glaube, selbst wenn ich es zum ersten Mal gespielt hätte, hätte ich trotzdem alles so gemacht, so ihren Anruf angenommen und ihr geholfen, einfach weil Helfersyndrom. Nein, aber ich meine, ich kenne das halt auch aus dem Alltag, und solchen Leuten will man einfach beistehen und Support geben, weil man einfach hofft, dass es ihnen irgendwie besser geht, und man wünscht sich einfach, man könnte irgendwie, keine Ahnung, einfach die ganze Zeit bei ihnen bleiben, so lange, bis es ihnen besser geht und bis man weiß, dass der Person nichts passieren kann. Deswegen bin ich echt froh, dass wir es hingekriegt haben. Ich hatte echt Angst, es mit dem Bibelvers zu verkacken, aber weil wir in ihrem Buch im Zimmer am Anfang von Episode 2 halt eben nachgeschaut haben, und Matthäus ist so ziemlich der einzige biblische Name, den ich mir merken kann. Deswegen habe ich das wiedererkannt, zum Glück, also ja. Ich glaube, wenn wir das mit ihrem Vater angeklickt hätten, das hätte auch noch geklappt, weil ich glaube, ihr Dad hat sich ja auch um sie gekümmert. Da haben wir ja, glaube ich, einen Brief oder sowas oder eine Postkarte gesehen. Aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, und da war halt eben dieses Foto mit ihren Schwestern. Deswegen bin ich froh, dass das geklappt hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns an, wie die anderen Leute sich entschieden haben. Das Ganze war jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr emotional, weil ich vor 2 Tagen mit einer Freundin Persona 5 rewatcht habe, und da gab es eine sehr ähnliche Szene, die mich auch jedes Mal an Life is Strange erinnert. Also, unsere Entscheidungen. Du hast Kate gesagt, sie soll auf Beweise warten. Okay, das hat tatsächlich die Mehrheit gemacht. Du hast Kates Anruf angenommen. Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele wirklich zustimmen. Aber okay, die meisten Leute replayen wahrscheinlich auch, und dann erdet sich das auch immer wieder zur Prozentzahl. Du hast versucht, Frank zu erschießen. Ja, nachdem ich die andere Lösung gesehen habe, dachte ich mir, es wäre besser, die Waffe selbst zu behalten. Aber ich finde Frank ehrlich gesagt jetzt nicht so bedrohlich, weil er wirkt selbst ziemlich verloren auf mich. Gerade die Szene jetzt am Ende, wie er mit seinem Hund am Strand saß, das kam mir ein bisschen rüber, als würde er selbst so Rachel hinterher trauern tatsächlich. Du hast Kate das Leben gerettet. Fast 40% haben es nicht geschafft. Das ist krass. Du hast Mr. Jefferson schon. Okay, wow. Also, die Mehrheit hatte tatsächlich die Eier, dazu Nathan zu beschuldigen. Oh, hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich zu sehr Angst gehabt vor den Konsequenzen. Auch wenn ich es im Nachhinein jetzt bereut habe. Aber ja, komm, die Episode ist abgeschlossen. Ich denke einfach nicht mehr dran. Du hast deine Pflanze nicht gegossen. Ich glaube, die Pflanze ist tot. Ich, ja. Super. Waren wir im Zimmer? Ja, ganz am Anfang der Episode waren wir im Zimmer. Du hast Alyssa geholfen. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt. Du warst nett zu Taylor. Ah ja, das war das, wo wir erfahren haben, dass ihre Mom irgendwie im Krankenhaus ist. Du hast Warrens Einladung angenommen. Du
Du hast keine Nachricht geschrieben. Ja, weil das ein bisschen komisch wäre, in dem Versteck noch quasi in die Privatsphäre einzudringen. Du hast nicht an den Gleisen rumhantiert. Ach, hätte man den Zug entgleisen lassen. Das war wahrscheinlich dieses komische Ding, was da oben noch war, was wir auf die Gleisen hätten irgendwie schubsen können, aber ich wusste nicht, wie wir das da rausbekommen, weil wahrscheinlich auch mit dem Brecheisen, aber das haben wir schon bei der Tür benutzt. Du wurdest zur Party des Vortex-Clubs eingeladen. Ja, ob das so toll ist, wissen wir noch nicht, aber hey, vielleicht können wir ein bisschen Undercover-Spionage machen. Du hast Warren nicht geholfen. Ich hab Warren doch geholfen. Hä? Du hast Warren nicht geholfen? Ich hab ihm geholfen. Wegen mir hat er sein Experiment geschafft. What the fuck? Du hast Mr. Jefferson von David erzählt. Hab ich das? Hab ich das? Okay. Teaser für Episode 3. Episode 3, Chaos Theory. Das sieht vielversprechend aus. Und ihr seht schon, das Menü hat sich angepasst, es wird langsam dunkel und die Scheiße fängt gerade zu dampfen an. Aber das war's dann auch für diese Episode von Life is Strange und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, in Episode 3. Und bis dahin, tschüss.